gegenüber. Captain hat befohlen, außer Ihnen niemanden in die Kabine Ihres Vaters zu lassen. Sie können sie aber natürlich betreten. Ja, wenn ihr, außer ich, niemand rein darf, dass ich sie dann betreten darf, das ist klar. Erinnern uns aus, das mache ich gleich. Warte, ich fange mal vorne an. Gedruckte Bücher. Reproduktion der Tagebücher von Lewis und Clark mit genauen Schilderungen ihrer Expedition im 19. Jahrhundert. Das erklärt Dads Interesse. Sie waren auch Entdecker. Gedruckte Bücher. Ah, ne, dann das gleiche. Reproduktion der Tagebücher von Lewis und Clark mit genauen Schilderungen ihrer Expedition im 19. Jahrhundert. Das erklärt Dads Interesse. Sie waren auch Entdecker. Cool, war es das Schiff? Die erste Schusswaffe ihres Vaters. Ein Erinnerungsstück an seine Anfangszeit bei der Allianz. Ich wette, sie hat einiges erlebt. Alec erzielte seinen ersten Kampfabschuss während des Erstkontaktkrieges. Als die Turianer noch unsere Feinde waren. Verrückte Zeiten. Oh ja. Ob er auch Allianz versichert war? Was ist da drauf, Sam? Die persönlichen Logs ihres Vaters. Einige davon sind verschlüsselt. Oh. Auf dieses Log kann zurzeit nicht zugegriffen werden. Durch die Freischaltung meiner Speichermatrix wird es vielleicht möglich. Auf dieses Log kann zurzeit nicht zugegriffen werden. Durch die Freischaltung meiner Speichermatrix wird es vielleicht möglich. Auf dieses Log kann zurzeit nicht zugegriffen werden. Durch die Freischaltung meiner Speichermatrix wird es vielleicht möglich. Also. Endlich ist der Tag gekommen. Wir verlassen die Erde. Wir springen zuerst durch einige Portale und igeln uns dann für die lange Reise durch den Orkusnebel ein. Es ist beängstigend, über all die Hoffnungen und Träume an Bord der Hyperion nachzudenken. Ich habe natürlich auch eigene. Ich war nicht der Ehemann oder Vater, der ich hätte sein sollen. Ich hoffe, 600 Jahre können einen Menschen verändern. Sam, das ist eine Erinnerung wegen Dr. Liara Tassoni. Sie ist eine Asari-Archäologin, mit der ich vor einigen Jahren korrespondiert habe. Sie hat Erfahrung beim Studium alter Kulturen. Sorge dafür, dass das Team ihre Forschungsergebnisse bekommt. Sie könnten in Andromeda nützlich sein. Ich bin ziemlich sicher, dass meine Schwester Dr. Tassoni mal erwähnt hat. Eine Expertin für Proteaner, oder? Ich habe Dr. Tassonis Forschungsergebnisse auf Datenpads gespeichert. Hallo Alec, hier ist Dr. Tassoni. Ich fühle mich geschmeichelt, dass Sie mich kontaktiert haben. Die meisten Wissenschaftler lehnen meine Arbeit ab. Aber ich bin jung und eine Asari. Und die werden älter. Da wollen wir doch mal sehen, wer das letzte Wort hat. Bis dahin überlasse ich Ihnen gerne meine Forschungsergebnisse. Hoffentlich kann Ihr Team etwas damit anfangen. Hallo Alec. Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Ich muss sagen, bei dem Gedanken, eine andere Galaxie zu erkunden, brummt mir der Kopf. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht sicher, wie jemand so eine Reise überleben kann. Und außerdem könnte ich es nicht ertragen, die Milchstraße zu verlassen. Es gibt noch so viel über die Proteaner, das ich hier zu ergründen hoffe. So viel potenzielles Wissen, das ich anzapfen möchte. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Erfolg. Okay, letzter Eintrag. Dann hat eine Erkundungsmission auf Habitat 7 zugestimmt. Ich packe jetzt. Ich mache mir Sorgen um Sarah. Dr. Tepero sagt, es sei alles in Ordnung, aber sie ist meine Tochter. Wie soll ich mir da keine Sorgen machen? Ich hasse es, sie so zurückzulassen.
Das sind diese Augenblicke, in denen du dir wünschst, du hättest deinen Kindern öfter gesagt, dass du sie liebst. Oder überhaupt mal. Und das bringt mich zum schwierigen Teil. Kinder, falls mir etwas zustößt, gibt es Dinge, die ihr erfahren werdet. Ich hoffe, ihr werdet sie verstehen. Achso, und dann nennst du dann so vier Logs. Und das war jetzt sozusagen das Einstiegslog, das er uns geliebt hat, mehr oder weniger. Und die vier Logs sind dann sozusagen die Story. Oh, okay. Die Kaffeemaschine, die Mom für Dad besorgt hat. Deine Entwicklung hatte ihn so in Beschlag genommen, er brauchte das Koffein. Mir war nicht bewusst, dass ich meine Existenz einer Bohne verdanke. Dann weißt du jetzt, wie sich Demut anfühlt. Ich bin Dr. Liara Tassoni und ich habe mehrere Jahrzehnte damit verbracht, die alten Proteaner zu studieren. Wie jedermann weiß, waren die Proteaner eine Hochkultur, die vor etwa 50.000 Jahren in der Milchstraße gedieh und dann verschwand. Selbst zum jetzigen Zeitpunkt, im Jahr 2182, bleibt ihre Kultur ein Geheimnis. Ich habe im Verlauf meiner Studien einige Techniken zur Analyse beliebiger alter Kulturen entwickelt. Ich hoffe, die wissenschaftliche Gemeinschaft kann daraus Nutzen ziehen. Das ist auch noch nicht, oder? Bei der Erforschung eines ausgestorbenen Volkes besteht das offensichtlichste Problem darin, dass es keine beobachtbare Population gibt. Daraus ergibt sich die Frage, wann eine Spezies wirklich ausgestorben ist. Die Proteaner waren in der ganzen Galaxie zu Hause. Es dauerte Jahrhunderte zu bestätigen, dass sämtliche Vertreter der Spezies ausgestorben waren. Es ist zwar möglich, dass eines Tages in irgendeiner versteckten Ecke der Galaxie noch lebende Proteaner gefunden werden, aber die Wahrscheinlichkeit dafür ist statistisch betrachtet nicht relevant. Sobald das Aussterben bestätigt ist, fällt die Erforschung nicht länger ins Fachgebiet der Soziologie, sondern der Exoarchäologie. Okay. Gut. Sam, was war das? Ein eidetischer Auslöser mit Bezug auf ihren Vater und die Teile meiner Speichermatrix, die er blockiert hat. Was hat ihn ausgelöst? Alec hat ihn mit ihrem Fortschritt als Pathfinder gekoppelt, nicht mit einem Ort. Es mag verwirrend sein, aber meine Programmierung ist eindeutig. Wenn sie weitere dieser Auslöser finden, werden die Erinnerungen freigeschaltet. Eine der Erinnerungen ihres Vaters ist jetzt zugänglich. Kehren Sie zum Sam-Kern auf der Hyperion zurück, um mehr zu erfahren. Beim Studium eines toten Volkes sollten unsere Vorurteile und der aktuelle Wissensstand nicht die Fakten verschleiern. Relevant sind nur die Beweise. Okay. Die Proteaner haben die Citadel und ein erstaunliches Netzwerk von Masseneffektportalen gebaut. Das zeugt von einer Kultur der allerhöchsten Stufe. Eine derart gigantische Errungenschaft kann nur von einem erleuchteten Volk erreicht werden, dessen Mitglieder in Harmonie lebten, ohne Konflikte und Unfrieden. Aber ohne die Möglichkeit, ein lebendes Exemplar zu studieren, kann das niemals mit absoluter Sicherheit postuliert werden. Jetzt vorbei, oder wie? Okay. Es ist toll, die machen immer so Pausen und denke immer, ist vorbei, ist nicht vorbei, ist vorbei, ist nicht vorbei, ist nicht vorbei, ist vorbei, ah gut. Das ist nicht schlimm, aber ich weiß, die Pausen macht man natürlich auch, baut man auch ein, damit man auch hinterherkommt, denn das ist natürlich als Fließtext darunter radast. Ist natürlich auch, ich weiß, warum man es einbaut, und wenn man so Pausen, dann denkt so, geht jetzt weiter? Vielleicht wäre eine Visualisierung ganz gut gewesen, wenn man irgendwie, keine Ahnung, hätte es irgendwie blau geleuchtet oder irgendwie sowas. Also es leuchtet blau und dann weiß man, es läuft noch. Irgendwie sowas. Es wäre vielleicht besser, wenn man sitzt so. Jetzt vorbei. Ah ja. Ah ne, geht doch noch weiter. Weißt du so? Hätte man eine kleine Visualisierung einbauen können, weil es gut passt aus dem Setting. Hätte man machen können. Ja, hat mir jetzt nicht gemacht, ist noch nicht schlimm, aber dann wäre das Problem gelöst. Ryder,
Die Blockierungen, die Ihr Vater in meine Matrix eingebaut hat, öffnen sich. Ich kann jetzt spezifische Erinnerungen abspielen, von denen Alec wollte, dass Sie sie sehen. Moment. Ich kann seine Erinnerungen tatsächlich sehen? Ja. Sie erleben sie über Ihr Implantat. Okay. Jeder Tag bringt was Neues. Na gut. Have fun. Sehen wir sie uns an. Diese Erinnerung stammt aus der Zeit, als Ihr Vater auf der Citadel stationiert war. Alec, Ihre Empfehlung wird abgelehnt werden. Künstliche Intelligenz? Unsere beste Option. Wenn der Rat davon erfährt, wird das Ansehen der Menschheit nachhaltig geschädigt. Sie wollen zu viel. Botschafterin Goyle, ich bin der Militärattaché auf der Citadel. Ich muss der Erde einen Vorteil verschaffen. Und KI ist Ihre Antwort? Wir müssen aufholen. Die Asari, die Salarianer, sie sind uns Jahrhunderte voraus. Aber das ist illegal. Nach deren Regeln. Weshalb der Erde einen Vorteil verweigern? Wie sieht dieser Vorteil aus? Freiheit. Wir sind Gefangene unserer fünf Sinne. Es gibt eine Realität, die wir nicht wahrnehmen können. Aber KI schon. Wie? Indem wir unsere Fähigkeiten verbessern und neue hinzufügen. Aber trotz all dem haben die Geth revoltiert. Weil sie von ihren Schöpfern getrennt waren. Wir würden KI und Menschen direkt verbinden, damit sie die Welt gemeinsam erleben. Kein Schöpfer, also auch keine Revolte. Tut mir leid, Alec. Das ist zu riskant. Ich schätze Sie, aber Ihre Anfrage ist abgelehnt. Alec? Alan, was hat der Arzt gesagt? Dass ich die Zeit genießen soll, die mir noch bleibt. Es gibt keine Heilung, Alec. Ich sterbe. Nicht solange ich lebe. Oh. Wow. Mom wieder zu hören. Ich wusste nicht, dass Dad es so herausgefunden hat. Alec war ein sturer Mann. Zum Glück. Moms Leben war es wert, dafür zu kämpfen. Anscheinend ist dieser Eigensinn auch auf mich übergegangen. Niemand wollte zuhören. Die Vorstellung von dir hat den Leuten zu viel Angst gemacht. Danach hat Dad uns zur Erde zurückgebracht, um sich um Mom zu kümmern. Warum wollte er wohl, dass ich das sehe? Vielleicht war das der Anfang. Wovon? Unbekannt. Private Audiologs sind jetzt im Quartier Ihres Vaters verfügbar. Ich orte weitere Erinnerungen, aber sie sind zurzeit gesperrt. Vielleicht geben Sie Antworten. Okay, ich arbeite weiter daran. Ich nehme an, deine Basis ist hier, im Sam-Kern? Korrekt. Hier ist meine zentrale Prozessoreinheit untergebracht. Ich kann aber mittels Quantenverknüpfungskommunikation mit Ihnen und dem Pathfinder-Missionsteam in ständigem Kontakt bleiben, auch über große Entfernungen. Über welche Fähigkeiten verfügst du? In jeder Arche gibt es eine SAM-KI, eine simulierte adaptive Matrix. Jede ist eine künstliche Intelligenz, die Alec Ryder zur Unterstützung der Pathfinder und ihrer Teams entwickelt hat. Aber KIs sind in der Milchstraße illegal. Wie hat mein Dad das umgangen? Es gab Ausnahmen. Für die Initiative war seine Forschung bei der Mission unverzichtbar. Wir wurden im Geheimen entwickelt. Es gibt also noch andere Sams? Korrekt. Allerdings hat Ihr Vater meine Routinen bis zur Abreise der Hyperion immer wieder modifiziert. Ich bin der höchstentwickelte Sam der Initiative. Was kannst du mir sonst noch über mein Implantat erzählen? Das Implantat gewährt mir direkten Zugriff auf Ihre Sinnesorgane. Ich sehe, höre und erlebe dieselben Stimuli wie Sie im Feld. Diese Rohdaten ermöglichen mir ein Feedback und eine Analyse der Lage in Echtzeit. Und dann hat Dad die Geheimzutat hinzugefügt. Er hat meine Zugriffsbeschränkungen auf die Pathfinder-Physiologie entfernt. Aha. Versprich mir einfach, dass du nicht mein Gehirn röstest oder sowas. Vertrauen ist ein wichtiger Bestandteil jeder Beziehung. Alec hat mir das beigebracht. Ich werde Ihr Gehirn nicht rösten,
Das wäre für uns beide ein unschönes Ende. Ja. Für mich mehr als für dich. Danke, weißt du? Super, weißt du? Nö, ich werde dein Gehirn nicht rösten. Weißt du Näheres über Sarahs Zustand? Ich überwache Dr. Carlyles Berichte. Er versorgt sie so gut wie möglich. Mehr lässt sich im Moment leider nicht unternehmen. Scheiße. Was hast du mit symbiotische Beziehung gemeint? Eine Symbiose ist eine Verbindung zwischen zwei Lebensformen, die beiden Vorteile bringt. Eine Blume gibt einer Biene Nektar und erhält dafür Pollen. Die Biene wird satt, die Blume kann sich fortpflanzen. Bei mir ist das ähnlich. Meine eigene Evolution wurde durch die Erfahrungen ihres Vaters geformt und das wird sich jetzt mit ihnen fortsetzen. Zum Ausgleich erhalten sie von mir Fähigkeiten und Analysen, die das menschliche Potenzial übersteigen. Wir profitieren beide. Das war vorerst alles. Natürlich. Ja, danke. Ah, okay, das ist also eine Sammelquest, die also uns über das ganze Spiel oder über einen gewissen Zeitraum des Spiels auf jeden Fall begleiten wird. Gut. Die persönlichen Logs ihres Vaters. Erstaunlich, wie sich das Leben in einem einzigen Augenblick ändern kann. Plötzlich spielt meine Karriere keine Rolle mehr. Diese großartige Frau, mit der ich so viele Jahre verheiratet war. Ihr Ende naht. Ich denke immer nur an die Zeiten, als ich nicht für sie da war. Aber das wird sich ändern. Ich habe so das Gefühl, dass Sam mehr sein könnte, als ich mir je vorgestellt habe. Okay. Gut, dann hätten wir alles, ne? Dann haben wir das, das ist ja abgeschlossen, ja gut. Ja gut, aber das kann ich ja noch nicht. Das ist ja, dann eine Quest, die... Ah ja, weil für den Mord finden, das kann ich auch noch nicht. Obwohl, jetzt zu dem Schiff gehen. Kann ich das jetzt machen? Warte mal, geht das? Oder... Ah, jetzt ist es wieder an. Ah, okay, weil ich jetzt zu meinem Schiff gehen kann und dann... Okay. Dann würde ich sagen, ich danke fürs Zuschauen und jetzt mache ich einen Cut. Ich werde hier mal ganz kurz einen neuen Spielstand machen. Werde mich jetzt hier hinstellen, ganz frech, und werde sagen, beim nächsten Mal, also morgen geht es wieder weiter mit Let's Play, Massive Andromeda, da machen wir mit dem ersten Mörder weiter. Wir haben auf jeden Fall die Nexus erstmal abgeschlossen und ich gehe auch davon aus, dass wir jetzt so langsam auch in die Action-Parts wieder übergreifen. Aber es ist natürlich ein Rollenspiel, hier geht es um Pathfinder, also hier wird auch schlimm dafür gequatscht. Was ich ja schön finde, ich mag das, muss ich ehrlich sagen. Na klar, hier hat man natürlich dann nicht sehr viel als Spieler zu tun, sondern eher klickt man sich durch die Antwortmöglichkeiten oder klickt auf eine Frage und hört dann nur zu. Aber es ist auch mal schön. Ich bin gespannt, was da geht. Ich hoffe, man muss sagen, gefällt mir sehr gut das Spiel. Ein schöner Anfang. Heute ist zwar ein bisschen zäher, die Session, aber dafür auch wieder erfolgreich. Wir haben die Nexus abgeschlossen und ich bin gespannt, wie es am nächsten Mal weitergeht. Ich schicke es zum Schneiden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch was. Wir sehen uns. Ich bin raus. Euer Pyrus. Ciao. Bis dann. Tschüssi.